Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Bedrock Addon Erstellung. Willkommen zurück zu diesem Video. Heute schauen wir uns an, wie man Treppen erstellen kann. Und ihr habt gesehen, das ist hier keine Vorstellungsrunde. Das heißt, ich habe die tatsächlich noch gar nicht gemacht. Nämlich machen wir erstmal nur die Blockmodelle. Und davon gibt es eine ganze, ganze Menge. Okay? Grundlegend haben wir vier verschiedene Himmelsrichtungen, ja, Norden, Süden, Westen, Osten. Dann gibt es drei verschiedene Variationen der Stufe, einmal die ganz normale Stufe, einmal als Inneneck und einmal als Außeneck, ja. Und das sind schon mal drei verschiedene Variationen. Und zusätzlich haben wir noch die Eigenschaft, dass die Treppe kopfüber sein kann oder eben nicht. Daher sind das insgesamt 24 Modelle. Und davon zeigen werde ich euch vier. Acht, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ich mache einfach mal und dann werde ich irgendwann sagen, okay, das macht ihr jetzt so und so. Ja, wir fangen einfach mal an. Wir sind hier im Blockbench und hier erstellen wir unser Blockmodell. Unter Minecraft gehen wir auf Bedrock Block und auf neues Modell erstellen. Dateiname, relativ simpel, Stairs. Am Ende werden wir die alle wieder in diese einzelne Datei fusionieren und dann haben wir eine gigantische Datei mit 24 verschiedenen Blockmodellen. Ja? Modell-ID Stairs unterstrich North. Wir machen jetzt die ganz normale, gewöhnliche, stinklangweilige Treppe. Okay? Die eben nach Norden zeigt. So, klicken wir auf Bestätigen, gehen wir hier zum Outliner, erstellen eine Gruppe und dann sagen wir Root. Dann fügen wir hier zwei Würfel hinzu, weil das Modell halt etwas komplexer ist als vorher. So, und dann nehmen wir hier unser Größe ändern Tool. Den ersten Block machen wir wie eine Stufe, kennt ihr aus Minecraft. Und den anderen Block macht ihr zu einer, naja, oberen Stufe, die obere Hälfte vom Block. Und dann verschiebt ihr das hier nach hinten. Das N sollte dazu zu euch zeigen. Ja? Und dann erkennt man im Grunde schon, das ist eine Treppe. Die haben jetzt hier diese unterschiedliche Färbung. Ich wünsche mir tatsächlich, dass sie ein bisschen ähnlicher sind, dass man tatsächlich auch den Block da drinnen erkennt. Ihr seht, da gibt es einige Fehler mit den Texturen, aber keine Sorge, darum kümmern wir uns jetzt. Und zwar klicken wir mal hier drauf und dann gehen wir auf UV. So. Dann schauen wir uns die nördliche Seite an, das ist natürlich falsch herum. Osten, Süden und Westen, die müssen alle einmal nach unten verschoben werden. So, Süden, Westen, oben und unten sollten in Ordnung sein. Das sind ja schließlich die vollen Blöcke. Und dann gehen wir hier eben zur oberen Hälfte, auch wieder Norden. Norden sieht gut aus, Osten sieht auch gut aus, Süden auch. Westen ist in der falschen Ecke. Das muss nach oben rechts und dann seht ihr, der Streifen dort verbindet sich. Oben ist falsch herum. So. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen so hält, dann seht ihr den Streifen, der sich dort so ein bisschen fortsetzt. Unten ist eigentlich egal, aber für das Modell, wenn es kopfüber ist, ist es halt wichtig. Daher machen wir es einfach schon mal so korrekt. Und das sieht in Ordnung aus. Ihr seht, das ist die obere Hälfte. Dann verschieben wir das einmal wieder zurück. So. Und damit hätten wir unsere allererste Stufe. Ja. So sieht das dann aus. Hier hat man zum Beispiel den Dreiviertelblock, also die Textur. Hier hat man den ganzen Block, aber das ist so ein bisschen nach hinten verschoben. Wieder Dreiviertelblock, ganzen Block, ganzen Block. Und hier haben wir nochmal ganzen Block, aber es ist ein bisschen verschoben. Genial, dann haben wir unsere allererste Textur. Und das können wir dann einmal exportieren und herunterladen. So, und dann machen wir Folgendes. Wir drehen das Ganze um. Wir machen nämlich jetzt die kopfüberliegende Treppe, die invertierte Treppe im Grunde. Und dann müssen wir im Grunde auch alle wieder Texturen umdrehen. Also hier auch wieder Norden, Osten, Süden, Westen. Müssen wir alle nach oben verschieben. Einmal so. Oben und unten sind auch wieder vollkommen gleich. Da gibt es keine Probleme. Norden ist hier. Müssen wir nach unten verschieben. Osten nach unten verschieben. Hoppla. Süden, Westen. Oben und unten sollten immer noch gleich sein, da wir die ja nicht fusioniert
von vorne nach hinten verschoben haben oder andersrum. Das heißt, das ist vollkommen in Ordnung. So, man kann es auch einfach schließen. Und dann benennen wir das um und jetzt sagen wir stairs north unterstrich inverted. Invertierte Stufe, halt eben kopfüber. Ja? Und dann können wir das einmal exportieren. Einmal herunterladen. Und was machen wir folgendes? Was machen wir jetzt? Im Grunde sehr viel rückgängig. Wir wollen nämlich wieder unsere normale nördliche Stufe haben. Denn jetzt machen wir hier dieses Inneck und Außeneck. So, das sieht in Ordnung aus. Gut, dann hätten wir das jetzt richtig. Wir gehen hier auf unsere Gruppe und erstellen einfach einen neuen Würfel. Der hat natürlich auch wieder diese grässliche andere Farbe. Hoppla. Bearbeiten, rückgängig und dann hat er die richtige Farbe. Und jetzt machen wir das kleiner. Wir verschieben das hier in die obere Hälfte und dann verschieben wir das hier in die vordere Hälfte und dann machen wir einmal die linke Hälfte. Ja? Dann sieht das Ganze so aus. Wir müssen jetzt natürlich auch wieder die Texturen korrigieren. Also erstmal Norden oben links, Osten müsste oben rechts sein. Süden müsste auch oben rechts sein. Ihr müsst euch einfach das Modell, was wir hier haben, vorstellen. Und die obere Rechtecke ist quasi für Süden. Dann hier haben wir Westen. Das ist an der richtigen Stelle. Oben, das muss in die andere Ecke. Und unten müsste nach unten rechts. Ja? Also machen wir das einmal dorthin. Und damit haben wir jetzt eine neue Stufe. Wie bezeichnen wir die? An sich recht ähnlich wie zuvor. Und zwar gehen wir hier auf Projekt. Das invertiert kann wieder entfernt werden. Jetzt sagen wir North bzw. NE. Und das hat folgenden Grund. Wir haben hier die Treppe. Ja? Die schaut einmal zu uns. Wir sind hier in Richtung Norden und Westen. Hoppla. Ja, okay, dann benennen wir das einmal um. NW. So, NW. Und jetzt gibt es einen gewissen Unterschied. Im Grunde kann man das so haben, aber man könnte auch theoretisch hier ein einzelnes Stück haben und es verbindet auch Norden und Westen. Ja? Daher müssen wir das ein bisschen unterscheiden. Und da gibt es eine recht nützliche mathematische Bezeichnung. Ich weiß, relativ langweilig jetzt. Einmal konvex und einmal konkav. Konvex sind zum Beispiel Viereck, Fünfeck, Sechseck, alles Mögliche. Ja? Und konkav ist sowas hier, wo es dann eben so eine Innenecke gibt. Im Grunde stellt euch mal vor einen Stern. Ja? Der hat ja Zacken, die auch reingehen in den Stern selber. Und das ist dann eben konkav. Grundlegend konvex müsst ihr euch wie eine Beule vorstellen und konkav wie eine Delle. Ja? Delle ist eingedrückt, Beule guckt quasi raus. Das ist dann quasi die nicht mehr so ganz mathematische Bezeichnung. Und das hier ist im Grunde dann konkav, weil es eben eingedellt ist. Dieser Achtelblock hier fehlt. Das heißt, wir benennen das dann einfach konkav, beziehungsweise auf Englisch concave. Ja? Dann können wir das Ganze einmal exportieren und abspeichern. So, dann verschieben wir das einmal rüber. Jetzt sollte es aber NE sein. Ja, jetzt ist es die richtige Richtung. NE, also immer noch concave, aber eben eine andere Himmelsrichtung. Norden müssen wir rüberschieben. Osten und Westen sollten in Ordnung sein. Süden kommt hier rüber. Oben muss auch rüber und dann unten natürlich auch. So, damit hätten wir jetzt Stairs, NE, concave. Perfekt. Einmal exportieren. Und jetzt machen wir genau dasselbe, nochmal invertiert. Das heißt, wir schieben das Ganze einfach wieder nach unten, so, so und die große Stufe nach oben. Und dann drehen wir wieder alles um. Ja? Also wieder die Texturen, alle die unten sind, nach oben verschieben, alle Texturen, die oben sind, nach unten verschieben und dann wird das schon. So, oben und unten bleiben natürlich gleich. Hier Norden, Norden muss nach unten, Osten muss nach unten, Süden muss nach unten, Westen nach unten, oben und unten bleiben komplett gleich. Und letztes Mal, hier haben wir
Da haben wir Norden. Nein, wo ist Norden? Ich habe Norden nicht gefunden. Egal, irgendwo wird es schon sein. Osten muss nach unten, Süden muss nach unten, Westen muss tatsächlich nach oben. Und dann sollten wir das haben. Moment. Norden. Norden muss nach unten rechts. Hoppla. Osten sieht korrekt aus. Süden. Ja. Westen. Nö. Westen muss nach dort. Okay. Dann oben. Oben sollte immer noch richtig sein. Und unten natürlich auch. Wunderbar. Dann hätten wir das. Und das ist dann eben folgendes. NE concave inverted. So. NE concave inverted. Einmal exportieren. So. Und dann müssen wir das einmal hier rüberschieben. Dann haben wir eben NW concave inverted. Norden muss hier rüber. Osten, Süden bleiben gleich. Osten, Westen bleiben gleich. Süden muss nach unten rechts. Oben. Oben, oben, oben muss nach rechts und unten muss wahrscheinlich auch nach rechts. Genial. So, dann benennen wir das auch einmal um. Und zwar NW concave inverted. Auch wieder exportieren und herunterladen. Jetzt haben wir quasi die konkaven Formen gemacht. Jetzt kommen die konvexen Formen. Dazu müssen wir eine ganz lange Zeit zurückgehen. Ich weiß, ein bisschen nervig. Und hier haben wir den Bearbeitungsverlauf. Allerdings findet man das wahrscheinlich dort gar nicht. Doch wahrscheinlich gehen wir bis hier. Ihr seht hier Add Cube. Da haben wir eben dieses dritte Stück hinzugefügt. Vielleicht werden wir bis hier gehen. Ja, okay, das sieht ganz gut aus. Das ist in Ordnung. So, jetzt machen wir die konvexen Formen und dazu müssen wir den hier tatsächlich löschen. So, und dann nehmen wir das und ziehen das hier rüber. Das ist jetzt quasi das Außeneck. Und das zeigt im Grunde auch Richtung Norden und Richtung Westen, aber in dem Fall ist es konvex. So, dann die ganzen Texturen wieder. Als allererstes Norden. Norden ist richtig. Osten, falsche Ecke. Süden ist richtig. Westen, falsche Ecke. Oben müsste oben, nee, unten, unten rechts sein, genau. Und unten müsste oben rechts sein. So. Genial, dann hätten wir das auch so ziemlich. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, gut und gut. Perfekt, dann können wir das auch einmal wieder exportieren. Das inverted kann weg und aus concave wird convex. So, NW sollte richtig sein. Einmal nochmal nachschauen. Norden, Westen, okay. Wunderbar, dann können wir das einmal exportieren. So, herunterladen und dann machen wir eben genau dasselbe. Wir schieben das einfach hier wieder rüber und dann haben wir eben NE convex. So, NE convex und dann wieder die neuen Texturen. So, Norden. Norden muss rüber. Osten und Westen sollten bereits korrekt sein. Süden muss auch die Richtung wechseln. Oben ist jetzt unten rechts. Und unten ist oben links. Oben ist unten links und unten ist oben links. Genial. Andersrum. Und damit hätten wir das. Auch wieder umbenennen. NE convex. Norden, Osten. Perfekt. Und dann können wir das einmal exportieren. Und jetzt machen wir die auch wieder invertiert. Das heißt, wir nehmen diese Stufe hier und verschieben die nach unten. Ich hätte es wahrscheinlich erstmal andersrum machen können. Egal. So, wir nehmen das und verschieben das nach unten. Minus 800. Perfekt. Und dann verschieben wir hier wieder die Texturen. Norden muss nach unten. Osten muss nach unten. Süden muss nach unten. Westen muss nach unten. Oben sollte an derselben Stelle bleiben. Dann gehen wir hier rüber. Norden muss nach oben, Osten muss nach oben, Süden und Westen müssen alle nach oben. Oben und unten bleiben genau gleich. So. Perfekt. Dann gehen wir hier auf Projekt und dann fügen wir wieder dieses Inverted hinzu. Inverted.
So. Und dann können wir das auch einmal exportieren. Und dann kommt hier wieder dieses NW hinzu. NW. Und dann verschieben wir das einmal hier rüber. Und dann wieder UV. Müssen wir alles verändern. Norden muss nach links, Osten und Westen bleiben gleich. Süden muss nach rechts, oben muss nach rechts und unten muss nach rechts. Genial. Praktisch alles muss nach rechts. Und dann haben wir hier auch diese weitere Form fertig. Dann haben wir hier NW Convex Inverted. Einmal nachschauen. NW Convex ist ja eben diese Außenecke und invertiert. Das ist alles richtig. Und dann können wir das einmal herunterladen. So, und damit hätten wir im Grunde alle Sachen, die wir für Norden brauchen. Beziehungsweise hier diese Außenecke und Innenecke, wo ich NE und NW habe. Die braucht ihr dann nicht mehr für Osten und Westen, sondern nur noch für Süden. Aber natürlich die ganz gewöhnliche Stufe, kopfüber und die ganzen Himmelsrichtungen, die müsst ihr halt alle einmal machen. Und ich werde die jetzt hier einfach mal kurz aufzeigen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Und da haben wir die ganzen Modelle. Ihr seht als allererstes hier die ganz normalen Stufen. Norden, Süden, Westen, Osten. Die normalen Modelle quasi von oben fotografiert. Die invertierten Modelle von unten. Dann als nächstes haben wir die konkaven Modelle. Im Grunde die 7/8-Blöcke. Da haben wir Nordwesten, Nordosten, Südwesten und Südosten. Auch wieder 8 Stück wie zuvor. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch die konvexen Formen an. Und das sind dann im Grunde die 5/8-Blöcke. Auch wieder Nordwesten, Nordosten, Südwesten, Südosten. Alle konvex. Und im Grunde, wenn ihr alle diese 24 Modelle habt, dann habt ihr es richtig gemacht. Jetzt werden wir die ganzen ineinander fusionieren und ich werde das einmal kurz erklären. Habt ihr wahrscheinlich vorher schon gesehen, aber ich mache es einfach nochmal, falls es das erste Video ist. Grundlegend, wir schnappen uns jetzt einfach diese ganzen Stufen. Ihr seht, ich habe die ein bisschen umbenannt, abgekürzt quasi. Hier zum Beispiel EI bedeutet East und Inverted. Das heißt, es ist die ganz normale östlich ausgerichtete Stufe, Treppe, die aber kopfüber ist. Und davon haben wir eben eine ganze, ganze Menge. Wir machen das in derselben Reihenfolge wie eben in der Liste. Das heißt, wir fangen hier an mit N für North. Öffnen wir einfach mal. Übrigens, weil ich es vergessen habe zu erwähnen, wir sind hier in Z-Archiver für Android bzw. Documents für iOS. Könnt ihr einfach beide unten in der Videobeschreibung herunterladen. Jedenfalls öffnen wir einfach mal stairs-n. Und dann stairs-n-i, also im Grunde die ersten beiden Modelle, die ihr gemacht habt. Und dazu haben wir hier Code Editor für Android bzw. Coder für iOS. Auch wieder Link in der Videobeschreibung, könnt ihr euch dort anschauen. Und dann machen wir folgendes, ihr seht hier Minecraft:Geometry und dann ist dort eine eckige Klammer. Und alles, was dazwischen ist, müssen wir quasi einmal markieren und ausschneiden. Das heißt, wir gehen einfach hier hin. Ziehen das bis ganz nach unten, bis dorthin. Wir sagen ausschneiden. Wenn es so aussieht, dann habt ihr alles richtig ausgeschnitten. Wir gehen dann hier rüber zur ersten Datei. Gehen nach unten, hier zur geschweiften Klammer, zur vorletzten quasi. Wir setzen ein Komma, gehen eins nach unten, löschen zwei und fügen das nächste Modell ein. Das heißt, wir haben hier jetzt einmal North. Dann haben wir hier North Inverted. Und jetzt können wir die ganzen restlichen Module einfügen. Die ganzen restlichen Modelle einfügen. Und ich werde das jetzt auch nochmal ganz schnell machen, damit es nicht allzu lange dauert. Ja? So, ich bin fertig. Wir schauen uns einfach mal an, ob alle in der richtigen Reihenfolge sind oder ob überhaupt alle mit dabei sind. Erstmal haben wir hier Stairs North, dann Stairs North Inverted, dann haben wir hier Stairs South, South Inverted, West, West Inverted, East, East Inverted, Northwest Concave, Northwest Concave Inverted, Northeast Concave, Northeast Concave Inverted, Southwest Concave, Southwest Concave Inverted,
Southeast Concave, Southeast Concave Inverted. Jetzt haben wir Northwest Convex, Northwest Convex Inverted, Northeast Convex, Northeast Convex Inverted, Southwest Convex, Southwest Convex Inverted und Southeast Convex und zu guter Letzt Southeast Convex Inverted. Es müsste der Liste entsprechen. Insgesamt sind es bei mir 1109 Zeilen und das ist höchstwahrscheinlich alles richtig. So, damit hätten wir auch die Datei jetzt fertiggestellt. Im Grunde können wir jetzt alle anderen löschen, bis auf diese eine Datei, die allererste, die wir erstellt haben. Bei mir ist es eben stairs-n. Ihr seht auch, das sind hier 30,69 Kilobyte. Alle anderen sind deutlich, deutlich kleiner. Daher können wir die alle einmal entfernen. Aufpassen, andere Dateien, die nichts damit zu tun haben, solltet ihr am besten nicht entfernen. Kann man irgendwo sehen, wie viel man ausgewählt hat? Nö. Gut, dann müssen wir es einfach mal glauben. Und dann machen wir das so. Die werden jetzt alle gelöscht. Und dann können wir das hier umbenennen. Wieder ganz normal zu Stairs. So. Da haben wir nur noch Stairs. Und damit haben wir die Datei fertig. Ja. Ich werde die übrigens auch in die Videobeschreibung packen, weil das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Ihr habt das wahrscheinlich schon selber gemacht. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Wenn ihr zu faul dazu seid und nur das Video geschaut habt, hier. Ich packe es einfach in die Videobeschreibung. Ja. Aber an sich, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss.